So, liebe Leute, im heutigen Video geht es um die Zusatzsoftware Axes and O's. Das ist im Prinzip ein Achsen- und Tasten-Remapping-Programm. Damit kann man eine ganze Menge mehr machen als mit den Standardbefehlen im Flugsimulator. Und ich werde heute mal so ein paar Grundlagen erklären, insbesondere am Beispiel der 747, wie wir zum Beispiel Umkehrschub oder auch, sage ich mal, eine Speedbrake oder Spoilerachse hier erstellen können. Bevor es richtig losgeht, wieder ganz kurz der Hinweis, wir haben inzwischen einen Discord-Server mit über 2000 Mitgliedern. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Flugsimulator habt oder einfach nur ein bisschen drüber schnacken wollt oder Mitspieler sucht, dann kommt am besten zu uns auf den Discord. Den Link dazu findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. dann auch in der Videobeschreibung. Axes and O's, liebe Leute, ist Payware. Das müssen wir von vornherein gleich erstmal klarstellen. Geschrieben wird das Programm von Lorby. Lorby ist auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum scheinbar. Ich hatte mit ihm ein paar Mal Kontakt per E-Mail, als ich meine Leiste da unten programmiert habe, die wir auch am Rand unten sehen, wo ich mir so ein paar Statusanzeigen einblenden lasse zum Flugzeug. Und er hat ein paar Sachen für mich extra da eingefügt und geändert, die wahrscheinlich vorher noch nie irgendjemand gebraucht hat und auch nach mir niemand brauchen wird. Also ist ein unheimlich cooler, netter Typ. Vielen Dank dafür nochmal, Lorby. Und Lorby hat schon mehrere Programme geschrieben, scheinbar auch für ältere Flugsimulatoren. Die kenne ich alle leider nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe ein paar Flugsimulatoren ausgelassen in meiner Karriere und ich kann daher nur erstmal Aussagen zu Axes and O's treffen. Bekommen kann man das Programm unter anderem auf The Market, da habe ich es gekauft. Es gibt es aber auch in anderen Shops, also ihr müsst es nicht bei The Market holen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt es auch, weiß ich nicht, ich glaube Just Flight bietet es auch an. Bei The Market kostet es im Moment aber ungefähr 18 Euro und der Preis ist in meinen Augen vollkommen gerechtfertigt für den Umfang und Funktionalität, die dieses Programm bietet. Auf der Homepage von Lorby finden wir auch ein paar Anleitungen. Den Link zur Homepage haue ich in die Videobeschreibung rein. Lautet lorby-si.com. Wir finden hier zu Axes and O's eine kleine Übersicht. Ja, also was das Programm alles macht. Hauptsächlich, wie gesagt, ist das ein Key-Mapping-Programm, Axes-Mapping-Programm. Das Programm bietet aber auch wesentlich mehr Funktionalität. Man kann damit Skripte schreiben. Das ist ein ganz großer Pluspunkt. Und man kann damit, sage ich mal, Elgato Streamdeck Buttons kreieren. Gibt es auch ein extra Plugin für. Findet man alles hier auf der Seite. Und wer das Ganze erstmal probieren möchte, kann erstmal eine Demo-Version runterladen. Ja, die ist kostenlos. Die findet ihr dann auch auf der Homepage hier, auf der Download-Seite. Ihr findet hier unter anderem die Anleitungen und auch eine Demo, die, wie gesagt, kostenlos ist, aber nach 20 Minuten halt immer sich, ja, schließt. Ansonsten findet ihr auf der Download-Seite auch die entsprechenden Plugins, zum Beispiel für das Elgato Stream Deck. Leider ist das Ganze alles auf Englisch geschrieben, was ein klein bisschen, glaube ich, für unsere älteren Mitsimmer-Kollegen ein bisschen problematisch ist. Und unter anderem ist daher, glaube ich, denke ich, mein Video gerade für die, ja, nicht englisch sprechenden Leute ganz interessant. Wenn ihr euch Axes and O's dann runtergeladen habt, egal ob erstmal die Hauptversion oder die Demo-Version, dann sieht das Ganze so aus. Ja, das ist die Oberfläche von Axes and O's. Wir gehen mal ganz kurz ein paar Grundfunktionen durch hier oben in den Menüs. Wir haben einmal Connection. Ja, hier kann man einstellen, verbinden, nicht verbinden mit dem Flugsimulator, automatisch starten, automatisch verbinden, automatisch minimieren nach dem Start. Elva Hook Linked ist ein ja, Zusatzmodul. Das muss in den Community-Ordner rein. Das ist dann der Ordner lorby-si-content-hooks im Community-Ordner. Wenn ihr mal irgendwann nach einem Update des Flugsimulators den Community-Ordner irgendwie leert, löscht oder was auch immer, dann müsst ihr gucken, dass ihr diesen Ordner vorher sichert oder das Ganze nochmal neu installiert. Der wird bei der ersten Installation natürlich automatisch reingehauen, ja, aber dieser Ordner ist halt wichtig, zum Beispiel für Leute, die Scripting machen, die also lokale Variablen benutzen. Erkläre ich gleich nochmal kurz was zu. Da muss dieser Ordner im Community-Ordner drin sein, beziehungsweise wer einen Add-on-Linker benutzt, das Ding muss einfach aktiv sein. Da müsst ihr darauf achten, gerade wenn irgendwie ein neues Update rauskommt und man ein bisschen mit dem Community-Ordner rumspielt und diesen löscht oder was auch immer. Unter dem Menüpunkt Gauges finden wir dann einmal Desktop-FIPs und Web-FIPs. Das sind im Prinzip virtuelle Instrumente. Meine Leiste da unten zum Beispiel ist so ein virtuelles Instrument. Das ist das, oder das ist die Oberfläche, um virtuelle Instrumente einzurichten. Man kann dann hier zum Beispiel ein paar vorgefertigte Instrumente benutzen. Hier ist eine ganze Menge dabei. Ja, man kann zum Beispiel sich solche Anzeigen
einfügen lassen, ein Altimeter, ein Airspeed Indicator oder tausend verschiedene Sachen. Ja, man klickt einfach auf das Plus, fügt ein neues hinzu und kann sich dann hier so ein kleines Cockpit basteln. Das kann man alles auch auf einen anderen Monitor schieben. Und diese Fenster sind on top. Das heißt, man kann sich damit, weiß ich nicht, so ein paar Anzeigen irgendwo hinschieben. Gerade wer vielleicht in der Außenansicht fliegt und die Einstellung des Flugsimulators oder die Anzeigen hässlich findet, kann sich hier so ein kleines Cockpit basteln. Hier gibt es auch Anzeigen für Airliner zum Beispiel. Wo haben wir's? Jet Engine, sowas zum Beispiel, ne? Kann mir auch hier quasi für einen zweistrahligen Jet die Anzeigen zeigen lassen. Kann man auch alles vergrößern. Ist ein bisschen fummelig, das Vergrößern. Ja, aber kann man sich halt ein Cockpit basteln. Ne? Gibt es einen Haufen Presets schon oder vorgefertigte Instrumente. Man muss die also nicht selber programmieren. Man kann die aber selber programmieren und das macht auch unheimlich Spaß. Zum Beispiel habe ich so einfach meine Leiste unten am Rand programmiert. Ja, das Ganze funktioniert mit einer Art XML-Sprache. Ist nicht so schwer, wenn man sich erstmal reingefummelt hat. Aber ist gerade für Cockpit-Bastler eine sehr interessante Geschichte. Aber auch darum soll es heute erstmal nicht gehen. Das heißt, ich lösche die erstmal wieder. Man kann sich die Layouts dann auch abspeichern unter verschiedenen Presets. Mir reicht erstmal meine Leiste am Rand. Scripting. Scripting ist jetzt das, was, sag ich mal, den richtig großen Mehrwert von Access and OS ausmacht. FSUIPC zum Beispiel ist ja ein ähnliches Programm, was auch Key Mappings und Access Mappings anbietet. Also, ich versuche mal auf Deutsch zu sagen. Wie würde man das Deutsch aussagen? Das Zuordnen von Funktionen auf Joystick-Achsen oder das Zuordnen von Tastenbefehlen an Joystick-Achsen und Tasten. Ja, das ist das jetzt für die Älteren unter uns. Key Mapping, Access Mapping. Ja, das bedeutet im Prinzip das Zuordnen von Tasten und Achsen zu bestimmten Befehlen. Und Scripting ist unheimlich wichtig, gerade wer, sage ich mal, mit relativ stark gemoddeten Flugzeugen oder Payware fliegt. Denn es gibt zwei verschiedene Arten von Variablen im Flugsimulator. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Aber es gibt einmal Standard-Flugsimulator-Variablen. Die werden teilweise mit einem A gekennzeichnet. Also wenn ihr später mal irgendwas mit Skripten zu tun habt oder mit Variablen zu tun habt, da steht ein A vorne vor, dann ist das eine A-Variable, eine Standard-Flugsimulator-Variable. Das heißt, alle Standard-Microsoft-Flugsimulator-Flugzeuge, ne, die ursprünglich damit bei sind, funktionieren eigentlich fast ausschließlich mit A-Variablen. Gemoddete Flugzeuge, gerade Payware, wie zum Beispiel auch die CAJ von Aerosoft, die haben ganz viele eigene Variablen. Die nennt man lokale Variablen oder L-Variablen. Ja, immer zum Beispiel hier steht L-Vars. Ja. Das hat damit zu tun, dass diese stark gemoddeten Flugzeuge oder auch bestimmte Payware ein eigenes Flugmodell entwickelt. Ja, im Flugsimulator von Microsoft ist es möglich, ein komplett eigenes Flugmodell, eine komplett eigene Flugdynamik zu schreiben. Dazu benutzt man dann aber halt auch nicht die Standard-Microsoft-Variablen, sondern fügt oder führt eigene Variablen ein. Das große Problem dabei ist dann, dass man mit Standard-Tastenbefehlen vom Microsoft-Flugsimulator diese Variablen nicht mehr ansprechen kann. Das haben wir anfangs ganz stark schon mal gemerkt, als der CJ4-Mod immer besser entwickelt wurde und dort eine eigene Autopiloten-Routine geschrieben wurde. Man konnte dann den Autopiloten nicht mehr über Tastenbefehle im Flugsimulator ansprechen, sondern musste das mit Mausklicks am Panel machen, weil halt ein Haufen L-Variablen dabei waren. Und das sind dann so Situationen, wenn sich gerade wieder mal, ich sag's einfach, ne, die Älteren unter uns sich schön die Hardware kaufen, wie zum Beispiel ein Honeycomb Bravo Trottel Quadrant oder sowas mit einem Haufen Tasten für Autopiloten und so. Das kann dann einfach passieren, dass die Standardbelegung dann in der CAJ und so einfach nicht funktioniert, weil die Standardprogrammierung immer auf dem Microsoft Flugsimulator ausgelegt ist, von den Tastenbefehlen her. Und für solche Geschichten ist dann Access and OS unheimlich gut geeignet, weil mit Access and OS können wir Skripte schreiben und können L-Variablen ansprechen und programmieren.
Man braucht sich auch gar nicht so einen großen Kopf machen, weil es gibt für viele Flugzeuge schon direkt auch, sage ich mal, ja, wie nennen wir es dann? Sachen zum Importieren. Also man kann sich dann eine Liste mit den Variablen schon irgendwie runterladen. Es gibt auch schon komplett fertige Profile, wo dann für bestimmte Hardware ein komplettes Profil für ein komplettes Flugzeug schon fertig programmiert ist, dass man das einfach nur reinlädt. Ja? Aber das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Sache. Wer Cockpit bastelt oder einen Haufen fancy Hardware hat, Behringer, Touch, was weiß ich nicht, alles, das da noch gibt, und mit Payware fliegt, die halt mit L-Variablen funktioniert, der kommt wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt um solche Zusatzprogramme nicht mehr drum rum. Und X's und O's ist in meinen Augen im Moment das komfortabelste davon. Das heute erstmal zum Thema Skripte. Mehr möchte ich dazu heute nicht sagen, weil es ist unheimlich kompliziert. Selber Skripte erstellen erfordert doch ein bisschen mehr Einarbeitung. Aber erstmal, dass ihr den Unterschied versteht zwischen A-Variablen und L-Variablen. Und ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich ausgedrückt, auch für die Älteren unter uns. Kommen wir zum Writer Templates. Hier können wir jetzt einzelne Profile für einzelne Flugzeuge abspeichern, die dann anderen Flugzeugen zuordnen. Template, wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Fällt mir gerade gar nichts groß ein. Eine Art Vorlage. Doch, ne? Vorlage ist, glaube ich, das deutsche Wort. Wir können also Vorlagen speichern. Im X's and O's wird jede Livery als eigenes Flugzeug behandelt. Das muss man jetzt auch dazu wissen. Das heißt, wenn ich jetzt für diesen Flieger hier mir ein Template erstelle und das als Profil auch erstmal abgespeichert habe, was automatisch geht. Also die Profile für dieses Flugzeug werden automatisch gespeichert. Wenn ich hier was ändere, wird es gespeichert. Wenn ich dann jetzt aber eine andere Livery reinlade, dann ist die erstmal leer. Das heißt, ich müsste dieses erstellte Profil als Template speichern. Zeige ich nachher alles. Und müsste dann, wenn ich eine andere 747 reinlade mit einer anderen Livery, dieses Template, diese Vorlage dann auch erst wieder zuordnen. Das ist ein klein bisschen kompliziert, geht wahrscheinlich aber nicht anders, denn der Flugsimulator an sich behandelt eigentlich jede Livery als eigene Entität. Da fällt mir jetzt auch kein deutsches Wort für ein. Ne? Aber jede Livery braucht zum Beispiel eine eigene, eindeutige Bezeichnung in der Aircraft Config, die muss einmalig sein und an der orientiert sich auch X's and O's. Ja, das heißt, mein Flugzeug in der Airfreight Config hat diese Bezeichnung als eindeutige Zuordnung. Und eine andere Livery hat dann gezwungenermaßen eine andere Zuordnung. Ich habe auch keinen Weg gefunden, zum Beispiel das hier so einzustellen, dass alle 747 automatisch irgendwie ein Template übernehmen. Es geht scheinbar nicht. Das ist ein ganz kleiner Nachteil, ist aber nicht so schlimm, weil man, wie gesagt, das Ganze mit ein paar Klicks speichern und übernehmen kann auf das nächste Flugzeug. Unter dem Reiter Hardware finden wir jetzt ein paar Optionen, die sind erstmal nicht so wichtig und daher gehen wir mal gleich weiter zu Tools. Ist auch erstmal nicht so wichtig für heute, aber hier können wir zum Beispiel ein Web-API anschalten und das ist wichtig für Leute, die das Elgato Stream Deck benutzen. Wenn ihr das Plugin habt für das Stream Deck und es funktioniert nicht, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr hier den Haken nicht gesetzt habt. Kommen wir damit dann eigentlich erstmal zu den ganzen Zuordnungsfunktionen, die wir so haben. Das ist jetzt mein aktuelles Profil für quasi meine Achsen für die B747. Ich gehe mal ins Cockpit rein. Ja, und hier habe ich jetzt zum Beispiel Sachen eingestellt, die gehen wir gleich nochmal Schritt für Schritt durch, dass ich mit meiner Gasachse zum Beispiel den Schubhebel bewege und wenn ich ihn über einen bestimmten Punkt rüberziehe, er in den Umkehrschub geht. Ja, ohne dass ich dazu irgendwelche Tasten drücken muss. Na, ich habe einen TQ3 Viertelquadrant, der hat im Prinzip kleine Widerstände an einer bestimmten Stelle und dann kann ich den Hebel noch einen Zentimeter weiter nach unten ziehen, was dann zum Beispiel Umkehrschub ist oder die Federstellung für den Propeller oder halt Cutoff für den Mixturhebel. Und wie gesagt, ich habe das so programmiert, dass ich hier dann einfach mit dem Hebel weiter nach unten gehe und automatisch in den Umkehrschub komme. Das funktioniert bei bestimmten Mods inzwischen schon über spezielle Kalibrierung, die CRJ von Aerosoft oder auch die A32NX bieten sowas schon jetzt von Hause aus an, aber in Standardfliegern wie zum Beispiel hier der B747 oder auch im Standard A320 ist das nicht mit drin. Und der Flugsimulator an sich von Microsoft, der hat keine eigene Umkehrschubachse. Man musste also halt ein bisschen tricksen und das kriegt man nicht hin mit Standardbefehlen im Flugsimulator.
Ganz wichtig ist es natürlich, dass die entsprechenden Achsen im Flugsimulator freigemacht werden müssen oder die Hardware muss im Flugsimulator entbunden werden. Das heißt, ich habe meine Gasachse im Flugsimulator natürlich nicht mehr auf meinen Throttle-Quadrant gebunden. Ja, der Hebel würde ohne X's und O's quasi im Flugsimulator nichts mehr bewirken. Was zum Beispiel auch nicht geht im Flugsimulator ist die Spoiler-Achse, ja, der Luftbremshebel. Unten werden wir auch gleich sehen, die Stati von der Luftbremse, die habe ich mir auch als XML-Instrument unten mit reinprogrammiert, als Variable ausgelesen, dann wird das angezeigt. Das heißt, ich habe jetzt den Mixturhebel so programmiert, dass er meinen Luftbremshebel bewegt. Ja, Mixturhebel brauchen wir zum Beispiel in der 747 nicht. Das heißt, wenn ich jetzt den Mixturhebel so ein Stück ziehe, wird die Luftbremse erstmal scharf gemacht, ne? Sie geht hoch, bleibt bei 0%, ist aber erstmal geahmt, ja, zum Beispiel vor der Landung. Und jetzt kann ich den Hebel bewegen, weiter, und jetzt werden dann ab einem bestimmten Punkt die Spoilers ganz normal ausgefahren, oder die Speedbrakes, sagen wir es mal so, mit dem Hebel. Ja, und diese Funktion gibt es standardmäßig im Flugsimulator einfach nicht, warum auch immer, ist aber so, ne? Die Achseansicht ist vorhanden, aber den Tastenbefehlen finden wir nichts, um den Luftbremshebel irgendwie mit einer Achse zu bewegen. Unverständlich, ist aber so, wie gesagt. Und ich habe das so programmiert. Das sind alles so eine Sachen, die kann man halt nur mit X's und O's oder zum Beispiel FSU IPC machen. Ganz normal ansonsten die Yokes-Kontrollen. Ja, da ist jetzt nichts Besonderes bei. So, dann zeige ich jetzt aber erstmal, wie wir so eine Konfiguration erstellen von Grund auf. Denn normalerweise, wenn ihr euch X's und O's zulegt, ist das natürlich alles blank. Das heißt, wir werden einmal die Konfiguration komplett leeren. Ja, so sieht das aus, wenn ihr das quasi reinladet zum ersten Mal. Wir können natürlich dann später auch anfangen, unsere Konfiguration auszutauschen und zum Download auf dem Discord anzubieten für die Leute, die damit nicht klarkommen und sich die Konfiguration einfach runterladen wollen. Allerdings muss man das immer auf die eigene Hardware anpassen. Da zeige ich nachher nochmal ganz kurz, wie das dann geht. So, im Endeffekt, wenn ich jetzt irgendwas bewege bei mir, ne, an meinen Controllern, passiert hier nichts im Flugzeug, weil alle Achsen entbunden sind. Ja, es bewegt sich weder der Yoke noch die Gasachse. Die stellen jetzt erstmal ganz einfach eine X- und Y-Achse ein, quasi das Yoke, also Elevator und Aileron. Man muss die englischen Bezeichnungen dazu einfach kennen, sonst funktioniert das in der Regel nicht. Das heißt, wir fügen hier eine Achse hinzu, ja, und hier sind Buttons. Buttons ist erstmal nicht so wichtig. Kommen wir später noch zu, aber erstmal Achsen. Das heißt, wir drücken auf Plus und dann erscheint dieses Fenster. Wir haben jetzt mehrere Zeilen. Unter anderem können wir jetzt erstmal eine Achse bewegen, die wir binden wollen. Das heißt, ich bewege jetzt gerade mal den Gashebel. Ja, und dann sehen wir hier bei Joystick Axis meinen TQ3, die X-Achse. Das ist mein Gashebel. Man muss jetzt aufpassen, wenn man hier rumfummelt, wenn ich jetzt aus Versehen irgendwo anders gegen komme, ja, zum Beispiel gegen den Mixturhebel oder euer Joystick wackelt, dann kann es sein, dass sich das während der Einstellung hier ändert. Ihr müsst also hier genau aufpassen, welche Achse hier nachher steht, wenn ihr das Ganze abspeichert. Select Simulator Axis und Select Simulator Event sind ähnlich. Wir können hiermit im Prinzip das aussuchen, was wir steuern wollen mit unserer, jetzt in diesem Fall, Gashebelachse. Was Quatsch ist, weil wir wollen Aileron machen. Wir nehmen die Joystick-Achse. So, das ist jetzt quasi meine Hoch-Runter-Achse am Warthog. Das ist die Y-Achse. Wir klicken zunächst erstmal hier oben rein, weil bestimmte Sachen sind hier oben schon drin, die reichen vollkommen aus, und wenn es spezieller wird, gehen wir immer hier unten rein. Aber hier oben suchen wir jetzt erstmal die Elevator-Achse aus. Ja, hier gibt es nicht allzu viel, das sind so Grundachsen, sagen wir es mal so. Ja, hier nehmen wir den Elevator. Das ist das Höhenruder. Und das reicht schon. Jetzt drücken wir erstmal auf Add. Jetzt wird hier quasi die Höhenruderachse angezeigt. Und jetzt bewegt sich auch der Yoke. Ja, hier kann man auch gucken, ob sich das in die richtige Richtung bewegt. Gerade bei den Gashebelachsen ist es ganz oft einfach umgekehrt. Und dann haben wir hier oben noch zwei Optionen, die wir einstellen können. Wir können einmal Reversed einstellen. Das ist die Funktion wie auch überall. Na, dann wird es einfach umgedreht. Können wir lassen. Und wir können einmal Curve einstellen. Dann geht das Ganze nicht linear. Ist im Prinzip analog zu der Bezeichnung Empfindlichkeit im Flugsimulator. Und jetzt können wir hier in diesem Fenster ganz viel mit dem Mausrad einfach machen. Wir können zum Beispiel bei der Kurve das Mausrad jetzt einmal in eine Richtung drehen. Dann stellen wir die Empfindlichkeit runter. Das heißt,
am Anfang wird weniger Eingabe durchgeleitet und am Ende geht es dann nachher hoch, dass wir trotzdem die 100% erreichen. Das würde jetzt einer negativen Empfindlichkeit im Flugsimulator entsprechen. Wir können aber auch das Mausrad in die andere Richtung drehen. Dann sieht das so aus, dann wird am Anfang erstmal mehr Eingabe durchgeleitet und am Ende weniger. Das würde einer positiven Empfindlichkeit im Flugsimulator entsprechen. Wir können das noch ein bisschen detaillierter einstellen, indem wir hier doppelklicken. Dann sehen wir hier die Smoothness, das ist im Prinzip die Kurve. Ja, Werte unter 1 sind eine hohe Empfindlichkeit und Werte über 1 sind eine geringe Empfindlichkeit. Jetzt können wir hier nicht tatsächlich was eingeben, sondern wir müssen hier auch reinklicken und können das mit dem Mausrad dann in 0,1er Stellen bewegen. Ja, Smoothness 1 ist linear, Smoothness kleiner als 1 ist negativ, ist eine hohe Empfindlichkeit. Und Smoothness größer 1 ist jetzt eine negative Empfindlichkeit, die kann man richtig hochdrehen. Das heißt, am Anfang passiert so gut wie gar nichts und am Ende bewegt sich der Yoke dann nachher ziemlich doll. Ja. Filter ist analog der Reaktivität im Flugsimulator zu sehen. Das heißt, Filter Strength 1 bedeutet, dass die Signale sofort durchgeleitet werden. Wenn wir den Filter hochsetzen, hier können wir richtig hochdrehen, ja, dann werden Spitzen gefiltert und unterm Strich kommen Signale teilweise richtig verzögert an. Das heißt, dass das Ganze richtig langsam geht. Ja, ich habe den Joystick jetzt nach hinten gezogen und irgendwann kommt der Yoke nach. Na, ich ziehe den Joystick, ist komplett hinten. Und jetzt kommt der Yoke nach. Das ist Filter. Ja, der macht das Ganze ziemlich langsam. Bei Filter 1 geht das sofort mit durch. Ne? Jetzt Joystick nach hinten und das Ding kommt sofort mit. Joystick nach hinten, das Ding kommt sofort mit. Ich benutze ganz oft mindestens einen Filter von 2. Das fügt ja so ein bisschen Trägheit auch ein. Künstliche Trägheit verhindert aber unter anderem, gerade wer nur ganz kleine Wege hat, dass man übersteuert. Also wenn man verreist, dass es ein bisschen ausgeglichen wird. Bei Smoothness stelle ich Werte im Elevator, also um die 1,5 bis 2 ein. Und damit komme ich klar. Da muss dann jeder aber seine Werte finden. Eine hohe Empfindlichkeitskurve, also so eine Kurve mit Werten unter 1, hat in der Regel kaum einer. Weil dann würde der Yoke sofort, wenn der Joystick ein bisschen zittert, ne, ich bewege den Joystick kaum, das ist zu empfindlich. Ne? Das heißt, die meisten wären einfache Empfindlichkeitskurven mit einem Wert über 1 benutzen. So, ich stelle mir das hier auf 1,5. Safe. Na, wir achten nochmal drauf, dass hier die richtige Achse steht. Zack. Safe. Fertig. Damit haben wir die Elevatorachse erstmal gebunden und die Kurve eingestellt. Jetzt können wir hier noch mit dem Mausrad zum Beispiel die Todzone einstellen, indem wir hier auf diesen schwarzen Punkt gehen oder auf die Mittelstellung gehen und mit dem Mausrad uns so ein bisschen die Deadzone einstellen. Ein ganz klein bisschen. Ist jetzt im Video vielleicht schwer zu erkennen, aber hier ist ein ganz kleiner Balken jetzt drumherum. Und in diesem Bereich würde jetzt nichts bewegen. Würde nicht passieren. Ne? Das werden Joysticks zittern oder so. Wer richtig gute Hardware hat, der kann das gering halten. Wir können den Mittelpunkt verschieben. Ist beim Elevator oder bei dem Höhenruder natürlich totaler Quatsch. Lassen wir an der Mitte. Und wir können auch die äußeren Todzonen bewegen. Ist beim Elevator auch Quatsch. Lassen wir außen. Wird nachher bei der Gasachse aber interessant. So, wir können aber auch einfach zum Beispiel auf das Dreieck gehen und mit dem Mausrad es wieder bewegen. Und damit bewegen wir die Neutralstellung auch für Feineinstellung. Auch hier, wenn wir hier unten sind, können wir mit dem Mausrad das Dreieck bewegen und hier drüben auch. Ne? Also entweder ziehen oder mit dem Mausrad. Viele Sachen macht man hier einfach mit dem Mausrad. Jetzt fügen wir die Querruderachse zu. Aileron heißt das. Ja, also hier suchen wir aus Aileron oder wie immer das ausgesprochen wird. Und hier bei der Joystick-Achse bewege ich jetzt meinen Joystick nach links, rechts. Ja, er erkennt automatisch die Achse und auch erstmal auf Add. Wir richten uns hier jetzt auch wieder eine Kurve ein, eigentlich mit den gleichen Werten. Ja, ich mache hier 1,5.
Und hier mache ich 2. So, ganz kleine Todzone. Und das ist meine Querruderachse auch eingestellt. Ja, mehr habe ich am Joystick nicht. Für viele andere Sachen benutzt man dann extra Hardware, zum Beispiel Ruderpedale. Hier stellen wir dann quasi das Ruder ein. Wer natürlich einen drehbaren Joystick hat, nimmt dazu dann den drehbaren Joystick. Das heißt, wir klicken wieder auf Plus, auf Simulator Axis, gehen auf Rudder und bewegen jetzt unten das Ruder. Das ist bei mir das Cytec Pro Flight Rudder Pedals Z. Erstmal auf Add und ich gucke, links geht nach links, rechts geht nach rechts. Das heißt, wir brauchen nicht Reverse. Hier setze ich mir auch wieder eine relativ hohe Todzone. Gerade beim Ruder ist das wichtig, weil ich doch mit meinen Füßen manchmal ein bisschen rumspiele da unten. Und hier setze ich eine extrem hohe Empfindlichkeit an. Eine negative Empfindlichkeit, was hier bei X's and O's einem Wert über 1 entspricht. Das heißt, ich drehe mal die Kurve richtig weit hier rein und habe hier teilweise Werte von 3 bis 4 im Ruder. Ich nehme mal 3,5 heute. Im Ruder lasse ich die Filter stärker auf 1 stehen. Denn beim Ruder kann es gefährlich sein, wenn es verzögert kommt, weil man denkt, es passiert nichts, tritt das Ruder weiter durch und dann kommt es aber halt nur langsam und dann übersteuert man bzw. untersteuert man. Das heißt, im Ruder lasse ich eine Empfindlichkeit von 1 stehen oder eine Filterstärke von 1 stehen und eine Smoothness von ca. 3,5. Safe. So, ne? Damit bewegt sich dann das Seitenruder hinten. Auf Englisch heißt das nur Rudder. Wenn ich immer nur Ruder sage, meine ich eigentlich das Seitenruder. Und alles andere bewegt sich hier mit. Und das sind so die Grundachsen vom Joystick. Das kann man alles auch im Flugsimulator noch machen. Aber im Flugsimulator zum Beispiel wird die Einstellung nicht automatisch für verschiedene Flugzeuge übernommen. Ich habe für den Helikopter eine ganz andere Empfindlichkeitseinstellung gehabt am Joystick als für meine Piper, als für den Airbus und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich im Flugsimulator einen Tag Helikopter geflogen bin und am nächsten Tag auf den Airbus umgestiegen bin, musste ich vom Seitenruder, vom Joystick und vom Throttle-Quadrant teilweise einfach die Konfiguration von Hand hier dann in der Steuerung umschalten. Ja, hier kann man ja auch Konfigurationen speichern. Und es ist wesentlich bequemer, über X's und O's das zu machen, weil es dann einfach automatisch funktioniert. Aber das alleine, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wäre die 17 Euro nicht wert, muss ich auch sagen. Ne? Aber es geht halt so wesentlich komfortabler. Dann kommen wir jetzt mal langsam zu den Gasachsen und dem Luftbremshebel. Das sind jetzt Sachen, die im Flugsimulator nicht so einfach sind. Fangen wir mit der Gasachse an. Das heißt, wir gehen hier wieder erstmal auf Plus. Und wir klicken hier oben rein bei Select Simulator Axis. Und hier sehen wir jetzt schon, dass bei Throttle nur 1, 2, 3, 4 angezeigt wird. Ich habe aber nur einen Gashebel. Das heißt, ich müsste jetzt entweder viermal eine Achseneinstellung machen für alle vier Throttles, für alle vier Engines. Oder aber ich gehe jetzt in dem Fall hier zum Beispiel über Simulator Event. Jetzt öffnet sich hier ein neues Fenster. Und hier kann man jetzt zum Beispiel auch Skripte binden. Das heißt, wenn wir in dem Skriptmenü ein Skript erstellt haben für lokale Variablen, also Variablen, die durch Mods eingefügt werden zum Beispiel, dann können wir die hier über dieses Menü binden. Zum Beispiel habe ich mein Profil für die CJ runtergeladen aus dem Forum und könnte jetzt hier zum Beispiel CJ Throttle nehmen, was aber noch nicht 100% funktioniert. Die CJ funktioniert unter anderem auf eine andere Throttle-Axis aber auch noch. Das sind aber so spezielle Fälle, da muss man dann gezielt drüber reden. Na, aber hier kann man quasi wesentlich mehr aussuchen als über Simulator Axis. Und hier können wir zum Beispiel auch Events aussuchen, die eigentlich ein Button Press sind. Das heißt, wir können auf die Gasachse zum Beispiel Knopfdrücke binden. Das geht im Flugsimulator auch nicht wirklich. Und hier suchen wir jetzt uns aber erstmal alles aus, was mit Throttle zu tun hat. Das heißt, ich gebe einen Filter Throttle ein, Apply Filter. Und jetzt sehen wir hier ein paar Auswahldinger. Hier sehen wir bei den normalen Achsen, wie gesagt, immer nur Achsen für 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir mal auf die Engine. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel Axis Throttle Set ohne eine Zahl hinter. Das heißt,
Wenn ich diese Achse binde, werden alle vier Gashebel auf einmal bewegt. Jetzt gibt es diese Achse zweimal. Einmal Axis Throttle Set. Und wir sehen hier unten Throttle Axis Set EX1. Zum Beispiel ist diese EX1 Achse genau die Achse, auf die auch die CRJ von Aerosoft reagiert. Die B747 sollte aber ganz normal auf diese Standard Axis Throttle Set Achse reagieren. Das heißt, ich wähle diese aus. Und hier bewege ich jetzt meinen Gashebel. Das ist mein TQ3, Rotation X und erstmal auf Add. Und jetzt sehen wir schon, hier die Achse ist verschoben. Ja, jetzt ist mein Gashebel komplett vorne, wir sind aber unten. Jetzt mein Gashebel hinten und ich bin fast im Vollgas. Das heißt, hier setze ich jetzt den Haken bei Reversed. So. Die Sachen hier sind immer nach Alphabet geordnet. Das heißt, wer ganz viele Achsen hat, der muss manchmal ein bisschen suchen, weil die nicht unbedingt nach Kategorie sortiert sind. Ja, hier steht ein A. Entschuldigung, Axis Throttle Set steht dann weiter oben, weil es einfach mit A beginnt. So, jetzt habe ich, wie gesagt, diesen speziellen Schubhebel. Das kann man aber auch mit jedem anderen Schubhebel machen, wenn ihr euch eine Stelle markiert, wo zum Beispiel eure Idle Position ist. Hier sehen wir den Schubhebel, der steht jetzt hier. Das ist quasi die Stelle, wo bei mir im Schubhebel ein Widerstand ist. Das heißt, ich schiebe jetzt meine Nullposition für die Vorwärtsschubachse ein kleines bisschen über diese Stelle, so dass ich hier, wenn ich meinen Schubhebel zurückgezogen habe, auf jeden Fall im Idle bin, 100%. Eine Kurve brauchen wir in der Schubachse nicht. Das heißt, ich kann jetzt die volle Range mit meiner Schubachse bis hinten zum Widerstand bewegen, von 0 bis 100. So, jetzt möchte ich aber den Umkehrschub geben. Wenn ich jetzt erstmal meine Achse weiter nach unten bewege, was wir hier sehen, bewegt sich aber nichts. Das heißt, jetzt programmieren wir den Umkehrschub. Dazu müssen wir aber eine neue Zuordnung anlegen. Wir drücken auf Plus, gucken bei Axis Events rein, es gibt keinen Umkehrschub. Es gibt keine Umkehrschubachse im Flugsimulator standardmäßig. Es ist unverständlich, ist aber so. Das heißt, wir gehen jetzt bei Select Simulator Event rein. Wir werden aber auch hier keine Umkehrschubachse finden. Es gibt für den Umkehrschub nur zwei Tastenbefehle. Einmal Umkehrschub aktivieren beim Gedrückthalten und einmal Umkehrschub aktivieren beim Drücken, also als Switch. Das bedeutet aber, wenn wir diese Befehle benutzen, müssen wir danach den Schubhebel wieder nach vorne schieben, um in den Umkehrschub zu kommen. Wollen wir aber nicht. Das heißt, ich gebe jetzt als Filter trotzdem erstmal Throttle ein. Und wir suchen und setzen den Befehl Throttle Decrease. Hier. Gibt es auch zweimal. Einmal Decrease Throttle und einmal Throttle Decrease. Ja, es gibt also viele Befehle, doppelt irgendwie. Es ist in dem Fall meiner Erfahrung nach egal, welchen wir von beiden nehmen. Wir nehmen einfach Decrease Throttle und drücken erstmal auf wir bewegen erst wieder den Gashebel, drücken auf Add. So, jetzt habe ich quasi Decrease Throttle, das ist die neue Einstellung hier. Wenn ich jetzt den Gashebel bewege, passiert erstmal nichts. Warum sollte auch? Wir drücken erstmal wieder auf Reversed. Und jetzt schiebe ich den Bereich für diese Achse nach ganz unten, so dass ich erstmal in diesen Bereich reinkomme und es passiert nichts. Ja. Das heißt, wir gehen hier wieder rein und werden das Ganze jetzt als Repeat einstellen. Denn wenn sich das nur einmal, also der Befehl würde jetzt einmal ausgeführt werden, Decrease Throttle. Ja, das ist aber zu wenig, um irgendwie die Hebel da unten zu bewegen. Das heißt, wir drücken jetzt hier bei Repeat auf Fast. Trigger Directions lassen wir beide. Das heißt, solange ich den Schubhebel unten so ein bisschen bewege, wird theoretisch der Befehl Throttle Decrease weitergeleitet an den Flugsimulator. Jetzt speichern wir nochmal ab. Ja, und jetzt, wenn ich meinen Schubhebel, bewegt sich jetzt der Umkehrschub. Oder bewegt sich das in den Umkehrschubbereich, weil der Befehl jetzt quasi wiederholt wird.
solange wie ich mich da unten im Bereich bewege. Leider ist das im Moment so eingestellt, dass der Befehl immer nur dann ausgelöst wird, wenn sich die Achse bewegt. Ja? Das heißt, wenn ich den Hebel zu schnell nach unten schiebe, hört es auf, weil sich keine Änderung mehr durchleitet. Das heißt, ich werde den Umkehrschub auf meiner Achse immer langsam nach unten drücken. Ja? Und dann kommt der Umkehrschub. Und das geht, wie gesagt, mit den normalen Bindungen im Flugsimulator nicht. Jetzt möchte ich aber auch, wenn ich meinen Hebel zurückbewege in die Nullposition, dass ich sofort wieder in den Idle komme. Das heißt, ich lege mir jetzt eine dritte Zuordnung zu, drücke auf Plus. Und hier oben ist es nicht drin, ich weiß es halt, ich gehe hier rein. Gebe mal Idle ein. E, D, L, E. Apply Filter. Aircraft Engine. Und es gibt den Befehl Set Throttles to Idle. Dann gibt es einmal für die vier Achsen einzeln und einmal für alle Achsen zusammen. Ich nehme den hier oben, Throttle Cut, Set Throttles to Idle. Bewege wieder den Gashebel, sodass hier wieder meine X-Achse steht. Drücke auf Add. Und jetzt drücke mal wieder auf Reversed. Jetzt richte ich hier die Zone so ein, dass sie eigentlich genau die Zone ist zwischen meinem Reverse und meinem Vorwärtsschub. Also ganz klein. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt in den Umkehrschub gehe, langsam, und ich dann meinen Hebel nach vorne in die Nullposition schiebe, springt er sofort eigentlich in die Idle Position. Klappt im Moment auch nicht immer, weil, was haben wir wieder vergessen? Wir müssen Repeat einstellen, und zwar auf Fast, sodass es egal, anders, sodass es einfach wiederholt wird, wenn ich in meine Leerlaufstellung komme. Zack, jetzt funktioniert es auch. Ne? Ich gehe in den Umkehrschub, schiebe den Hebel wieder hoch. Zack. Ich merke schon, die Todzone stimmt noch nicht ganz oder die Triggerzone stimmt noch nicht ganz. Wir justieren ein klein bisschen nach, machen das ein ganz klein bisschen größer. Ne, wir müssen gucken, dass, dass es keine Überschneidungen gibt. Dann nehmen wir den Decrease noch ein klein bisschen runter. Probieren nochmal vorwärts, langsam in den Umkehrschub gehen, in Nullposition und jetzt springt. So muss es sein. Zum Umkehrschub mit den Wiederholungsfunktionen. Ich weiß gerade nicht, ob es ein bisschen verbuggt ist oder ob es so gewollt ist. Wir haben noch eine Option, die nennt sich Continuously. Das heißt, wie soll ich es erklären? Update Value. Normalerweise jetzt, wenn hier On Change steht, heißt, es werden diese ganzen Werte, die wir oben einstellen, nur durchgeleitet, wenn sich irgendwas an der Achse ändert. Ja? Continuously würde eigentlich bedeuten, dass die Befehle durchgeleitet werden, unabhängig davon, ob sich jetzt irgendwas ändert oder nicht, solange wir uns in einem bestimmten Range befinden. Das funktioniert nicht 100% korrekt gerade. Wenn ich jetzt auf Continuously stelle, Save mache, wird jetzt, egal wo mein Schubhebel ist, ständig der Befehl Decrease Throttle durchgeleitet. Ja? Er versucht also immer die Stellung vom Vorwärtsschub zu halten, kriegt aber auch ständig den Befehl vom Decrease Throttle. Normalerweise dürfte das eigentlich nur passieren, wenn wir auch hier in der entsprechenden Range drin sind. Ja? Weil eigentlich sind wir hier außerhalb der Todzone und der Befehl sollte nicht durchgeleitet werden. Wird im Moment aber. Ich gucke mal, ich konnte letztens ein bisschen schummeln, genau. Jetzt gibt es noch eine dritte Option, das ein bisschen besser zu machen. Wie gesagt, wenn es nicht geht bei euch, dann kann es sein, dass es bei mir einfach nur verbuggt ist. Wir setzen einfach den Mittelpunkt ganz weit nach rechts. Ja, Decrease Throttle. Den Mittelpunkt ganz weit nach rechts, was totaler Quatsch eigentlich ist, weil das ist nur unser Bereich und das wäre der Nullpunkt. Und gehen jetzt hier auf Progressive. Und lassen das Continuously stehen. Progressive bedeutet eigentlich, dass die Wiederholung zunimmt, je weiter man sich von der Mittelstellung entfernt befindet. Wir speichern wieder ab. Und dadurch, dass wir uns jetzt hier unten ziemlich weit weg von der Mittelstellung befinden eigentlich, ja, wird jetzt, wenn ich mich in den Bereich bewege, die ganze Zeit dieser Befehl ausgelöst. Ich bewege jetzt meinen Throttle nicht, ne? Hier kann ich aber jetzt sicherstellen, dass ich in den Reverse komme, auch wenn ich mich zu schnell bewege hier mit dem Throttle.
Nullstellung. Ja. Es geht im Moment teilweise nicht anders. Nullstellung. Nullstellung. Aber wie gesagt, das kann sein, dass das ein Bug ist. Ja, aber das sind so diese Befehle hier oben. Und so kann man sich zum Beispiel auch eine Flaps-Achse legen. Ja, man kann sich eine Flaps-Achse legen, eine Gear-Achse legen, alles mit Hebeln, je nachdem, wie viel Hebel man zur Verfügung hat. Jetzt programmieren wir noch eine Störklappen-Achse. Das hier geht alles nicht. Lass das mal gleich so. Umkehrschub geht noch. Null. Okay. Störklappenachse. Plus. Hier oben sehen wir jetzt schon, dass die Spoiler-Handles drin sind. Warum sie im Original-Flugsimulator nicht als Bindung angebunden wird, ist mir echt ein Rätsel. Sie ist vorhanden als Standard-Flugsimulator-Achse. So, Spoiler-Handle. Erstmal kurz Add. Ich bewege natürlich den Hebel vorher. Bei mir ist es der Z-Hebel bzw. der rote Mixturhebel am TQ3 Plus. Add. So, na, das ist jetzt die Achse hier. Ja, kann ich jetzt mit dem Hebel den Spoiler bewegen. Geht nur mit Zusatzprogramm. Warum auch immer. So, hier brauchen wir auch keinen Reverse, hier brauchen wir keine Kurve. Jetzt möchte ich aber einen kleinen Bereich haben, wo ich den Hebel nur scharf mache. Das heißt, ich nehme so 3-4 cm, bewege den Hebel jetzt erstmal und sage mir, okay, ab hier soll eigentlich erst der Spoiler tatsächlich ausfahren. Das heißt, ich bewege jetzt hier die Todzone, das blaue Dreieck, bis hierhin. Das heißt, wenn ich hier oben bin, na, hier in dem Bereich bewegt sich erstmal nichts. Jetzt möchte ich hier den Spoiler scharf machen. Das heißt, wir drücken nochmal einen Befehl, gehen jetzt aber auf Simulator Event und gucken mal, was wir bei Spoiler alles finden. Apply Filter. Flight Controls, was haben wir? Nein, die normale Spoiler-Achse brauchen wir nicht. Axis Spoiler Set. Aha. Spoilers Arm Off, Spoilers Arm On. Das sind jetzt die beiden Befehle, die wir brauchen. Jetzt setze ich mir erstmal einen Bereich für Spoilers Arm On. Ja, bewege jetzt wieder den Mixturhebel, dass die Achse zugeordnet wird. Erstmal auf Add. Und habe jetzt hier Spoilers Arm On. Jetzt würde quasi die ganze Zeit, wenn ich hier in dem Bereich bin, der Spoiler auch zusätzlich gearmt werden. Ich will ihn aber nur hier oben gearmt haben. Das heißt, ich ziehe jetzt die Todzone so, dass sie sich nicht überschneiden. Na, mal gucken. So. Na. Ab hier würde jetzt meine richtige Spoilerachse losgehen. Und hier vorne wäre jetzt eigentlich nur gearmt. Jetzt muss ich hier aber wieder auf Repeat drücken, weil sonst kommt der Befehl vielleicht einfach zu kurz durch. Repeat, fast, reicht aus, hier brauchen wir keinen Progressive, weil der Befehl muss nur einfach einmal durchkommen, dann armt er den Spoiler. Na, zack, gearmt. Hier unten sieht man es auch in der Anzeige, Spoiler ist armt. Jetzt möchte ich aber auch, wenn ich ganz oben bin mit dem Mixturhebel, dass der Spoiler entschärft wird. Das heißt, ich setze mir jetzt hiervon die Todzone erstmal wieder ein ganz klein bisschen zurück auf der Seite, sodass ich noch ein bisschen Platz habe, um hier nochmal einen Befehl hier zu steuern, dass die Spoilers entarmt werden. Das heißt, ein neuer Befehl, Simulator-Event. Jetzt gehen wir wieder auf Spoiler, Filter und nehmen jetzt Spoiler Arms Off. Zack, bewege wieder den Mixturhebel, dass er hier erkannt wird, erstmal auf Add. Und jetzt bewege ich hier bei Spoilers Arms Off den Bereich nach ganz links, sodass es auch hier keine Überschneidungen gibt. Ab hier ist gearmt. Und ab hier soll quasi der Befehl durchgeleitet werden, dass Spoilers Arms Off sind. Ne, aber passiert wieder nicht viel, weil der Befehl nur einmal im Prinzip durchgeleitet wird. Muss auch hier wieder Fast einstellen. Oder irgendein. Hier würde auch Slow reichen wahrscheinlich. Ich mache das aber mit Fast. Na, und jetzt, immer wenn ich in dem Bereich hier oben bin, ja,
Werden die Spoilers eingefahren? Komme ich in den Bereich, werden die Spoilers scharf gemacht? Und komme ich in den Bereich, werden die Spoilers richtig ausgefahren? Ja. Jetzt habe ich hier unten wieder die Stellung. Hier würde jetzt eigentlich Cut-Off kommen. Das heißt, ich stelle mir die Todzone noch so ein, dass bereits hier die volle Spoiler-Stellung ist. Na, jetzt komme ich hier wieder zurück gleich. In den Bereich rein, wo es geahmt bleibt. Ne, gehe immer weiter hoch und ganz oben am Rest wird es dann jetzt eingefahren. Spoiler disarmed. Das war es eigentlich schon. Ja, das sind so Spielereien, die kann man wirklich nur mit Zusatzprogrammen machen. Die gehen einfach nicht im Flugsimulator. Und das soll es eigentlich auch für heute gewesen sein. Ja, man kann, wie gesagt, einfach zum Beispiel, könnte ich jetzt mit dem blauen Hebel, Propeller brauche ich auch nicht, könnte ich jetzt, sag ich mal, ab der Hälfte, wenn ich den nach unten drücke, machen, dass das Fahrwerk ausgefahren wird, die andere Hälfte nach oben, Fahrwerk einfahren. Oder einen Flapshebel oder was auch immer. Es gibt einfach tausend verschiedene Sachen, die man hier machen kann. So, jetzt werden wir das Ganze noch abspeichern. Und zwar gehen wir dazu, wie gesagt, auf Templates und machen Save Current Setup as Template. Jetzt habe ich schon eins von der 747. Nehmen wir mal an, das war jetzt irgendein anderes Flugzeug. Jetzt nenne ich das einfach mal irgendwie. Drücke auf Save. Jetzt habe ich dieses Setup abgespeichert. Lade ich mich dann wieder mit der neuesten 747 rein und möchte genau das gleiche Setup haben, gehe ich einfach auf Templates, gehe auf Apply a Template to this Aircraft, gehe dann auf diese 444, Replace und habe dann quasi dieses Template auch für dieses Flugzeug zugeordnet. Wenn man jetzt sich irgendwo Templates runterlädt oder wir fangen an auf Discord bei uns Templates auszutauschen und ihr ladet von irgendjemandem was runter, der natürlich andere Hardware hat, dann wird das hier alles mit hoher Wahrscheinlichkeit, jetzt habe ich hier aus Versehen was gedrückt, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit hier rot sein, weil er einfach die Achsen nicht findet, die hier eigentlich zugeordnet sind. Dann geht man einfach auf Templates, geht auf Reassign Controls in Current Config, klickt das einmal an, kommt eine Sicherheitsabfrage, klickt Ja. Und jetzt geht er im Prinzip jeden einzelnen Befehl, den wir programmiert haben, durch und möchte von euch dann wissen, welche Achse möcht ihr hier binden. Na, müsst ihr genau lesen. Elevator wollen wir natürlich dann auf die Joystick-Achse binden. Dann bewegen wir den Joystick vor und zurück. Er würde dann bei euch hier plötzlich den Joystick erkennen, den ihr habt. Drückt auf Save. Ja, jetzt geht da das Aileron durch, das Querruder. Ihr bewegt dann euren Joystick, klickt dann auf Save. Ruder. Ihr bewegt dann euer Ruder, ja, oder das, was ihr dann zuordnet. Er wechselt hier oben dann an die entsprechende Achse, klickt auf Save. Und das gleiche hier. Viertelachse bewegen. Save. Lesen. Viertelachse bewegen. Save. Viertelcut. Viertelachse bewegen. Save. Spoiler. Dann bewegt ihr den Hebel, den ihr für den Spoiler zulegen wollt. Save. Spoiler. Bewegen. Save. Spoiler. Bewegen. Save. Fertig. Und dann hätte er quasi dieses Profil auf eure Hardware gebunden. Ja, das ist dann ganz wichtig, dass man das nicht vergessen darf. Und ihr könnt natürlich auch für so ein Flugzeug, wenn ihr, sag ich mal, mehrere Joysticks habt oder mehrere Yokes habt oder was auch immer, und ihr manchmal mit dem fliegt, manchmal mit dem fliegt, auf dem gleichen Flugzeug, natürlich auch, sag ich mal, das Aileron nochmal für den anderen Joystick binden. Und er macht dann natürlich nur die Achse rot von dem Joystick, der gerade nicht angesteckt ist. Kann man auch machen, ne? Das soll es für heute wirklich reichen. Zum Thema Scripting werden wir nochmal ein Video machen. Und dann werden wir nochmal zeigen, auch wie wir uns im Flugsimulator die L-Variablen selbst erstmal auslesen. Also herausfinden, welche Variable was macht. Das geht dann im Developer-Modus. Und wie man dann ein Skript erstellt. Das ist aber ein bisschen komplizierter. Das ist dann wirklich für Fortgeschrittene eher. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit X's und O's habt, dann kommt ruhig zu uns auf den Discord-Server. Stellt eure Fragen dort und der ein oder andere wird sich schon finden, der euch die Frage dann auch beantworten kann. Oder wenn ihr einfach nur über den Flusi schnacken wollt oder Mitspieler sucht. Wir haben inzwischen über 2000 Mitglieder auf dem Discord. Es ist eigentlich immer irgendjemand da. Den Link zum Discord findet ihr dann oben rechts auf meiner YouTube-Seite beziehungsweise dann auch in der Videobeschreibung. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat, dann lasst bitte wirklich auch ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für mein Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.